Folge Nummer 53 von Avorium. Ja, wir waren hierher geflogen und es ging um Teile, die wir noch haben müssen, die wir aber hier nicht mehr gefunden haben. Was haben wir denn noch hier? Da ist ein Schrottplatz. Okay, wir brauchen jetzt... ja, der ist ja noch unbekannt. Dann geben wir das da mal ein. Und dann fliegen wir da mal hin. Okay, und auf geht's. Wir brauchen noch, ja, ich glaube, Zielversorgungssysteme, Hochleistungslinsen waren das, ne? Müssen wir mal gucken, gleich im Frachtraum. Ich weiß es auch nicht mehr auswendig, was wir haben. Nicht da, sondern da. Laserkompass, Stahlleiter, Hochleistungslinsen fehlen. Laser, ja, und Zielerfassungssystem. Genau das fehlt. Gut, was haben wir hier? Fregatte und eine Schiffswerft. Die wird wahrscheinlich nichts haben, was wir brauchen, ne? Güter handeln. Oder haben die sowas doch? Antigravgenerator. Ich habe immer nur bei Handelskosten geguckt. Wir können natürlich auch mal woanders gucken, ne? Weil die haben ja zum Beispiel sowas auch, ne? Jetzt nicht das, was wir brauchen, aber, ne? So, hier neben ist noch ein Sektor. Gehen wir jetzt auch noch ein. Und auf geht die Reise in den Nachbarsektor. Und was haben wir hier alles? Reparaturdock. Gucken wir gerade mal, gibt es da auch was zum Handeln? Kraftgenerator, Metallplatten, Zielerfassungssystem ist nicht da. Zweiter Punkt, Ressourcendepot. Na, die werden ja wohl nichts zum Handeln haben, ne? Aber wir können ja mal gerade gucken. Nee. Güterhandeln brauchen wir nicht. Ressourcen. Das weg. Das nochmal. Handelsposten haben wir noch zwei. Güterhandeln. Nee, haben wir nicht. Seite 2 gibt's nicht, ne? Nein, Zink ist das letzte. Der zweite Handelsposten. Hat nix. Schade. Das war's, ne? Ja. Das ist nur ein Frachter und Fregatten. Ne, wir brauchen einen Händler. Gut, ist hier also auch nix. Aber hier gibt's ganz viele Linien, die irgendwo hingehen. Ich würde mal sagen, wir fliegen erstmal dahin. Und los geht's. Okay, waren wir so weit weg gerade? Das war komisch. Naja, dann ist das halt so, ne? Lade? Ah, doch, geht. Weiß nicht, warum ich so weit rausgescrollt bin. Eigentlich habe ich nicht rausgescrollt, oder? Silizium, die spellen aber nichts so her, oder? Die machen Silizium. Ist ja eine Mine, ne? Kohlemine, Eisenmine, Eisenmine, ne, das ist alles nichts. Ressourcendepot, schweres Bergbauschiff, ja, nix. Hier gibt's nichts zu handeln, weil Ressourcendepot Blödsinn, dass ich da überhaupt reingegangen bin, ne? Gut. Karte. Fliegen wir dahin weiter gerade. Jetzt bin ich wieder so weit rausgescrollt, obwohl ich das gar nicht gemacht habe. Na dann. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ich bin wieder so weit nach dem Sprung rausgescrollt und kein Mensch weiß warum. Hierhin. Handelsposten gibt's hier. Industrie-Tesla-Spulen.
leider nichts, was ich gebrauchen könnte. Doof, ne? Was war das da? Solarkraftwerk. Ne, das brauchen wir nicht. Energiezellen gibt's da, oder? Fregatten sind das nur. Und Solarkraftwerke. Bringt uns also nichts. Karte. Ich nehme mal den Punkt hier. Gucken wir zu, dass wir da hinkommen. Der Computer berechnet die Sprungroute. Das Formular ist nicht mehr aktuell. Okay. Gibt es irgendwo einen Countdown? Eigentlich nicht, ne? Okay, jetzt ist er berechnet. So, da gibt es jetzt einen Cooldown auf jeden Fall. Schrottplatz hier, okay. Dann wird unser nächstes Ziel das da sein. Ja, müssen wir aber noch ein paar Sekunden warten, ne? Sprungroute ist berechnet, aber da oben läuft noch der Timer. Aber der ist sofort zu Ende. Dann kriegen wir das hin, dass wir da auch noch hinspringen. Gut. Antigravfabrik, Beschleunigerfabrik, Fusionsgenerator, Körper, Panzerungsfabrik, Satellitenfabrik. Was ist eine Beschleunigerfabrik? Güterhandel. Okay. Keine Ahnung, warum der wieder hier mich so weit rausgescrollt hat. Ah, ich glaube, wenn ich aus diesem hier, wenn ich jetzt F drücke, dann bin ich in der Nähe. Und wenn ich hier F drücke, dann bin ich in der Ferne. Alles klar, ich habe es rausgefunden, woran es liegt. Das ist es. Da was holen? Ich glaube nicht, ne? Antigrav-Einheiten, ne. Ich weiß auch gar nicht, wo das hergestellt wird. Aber wir könnten das ja, wie der Thomas uns immer schreibt, hier reingeben, ne? Was ist das? Hochleistungs... Gibt's so eine Fabrik? Nicht wirklich, ne? Also direkt so gibt's das wohl nicht. Ja, das muss woanders gebaut werden. Jetzt ist nur die Frage, wo wird jetzt gebaut? Wenn ich das mal wüsste, ne? Und das andere ist ein Zielerfassungssystem. Ja, das wird's auch nicht geben. Gut. Mit M gibt's überall was. Dann würde ich sagen, scrollen wir gerade ein bisschen näher hier und springen wohin? Ja, dahin dann, ne? Einfach mal reingesprungen, ne? Was haben wir hier alles? Handelsposten. Güter handeln. Hochdruckröhren. Wir sind schon näher dran, ne? Aber noch nicht ganz da.
So, okay. Gibt es noch ein Schiff oder sowas? Alles Fregatten, ein Frachter oder zwei Frachter. Also hier kommen wir nicht weiter. Tja. Hier sind wir auch in einem Bereich. Ja, wo wir eine neue Gruppe haben für Kapkuaks, der galaktische Uf-Clan ist das hier. Ja, suchen wir, aber finden nichts, ne? Doof. Was haben wir denn jetzt hier? Waffenfabrik. Waffenfabrik Zulieferer. Ah, hier ist vielleicht gut. Handelsposten haben wir auch noch. Carbonextraktor, Kartoffelfarm, Maisfarm, Maisfarm. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin. Gucken wir erstmal hier. Wasserstoff. Gauss-Laufschienen. Laufschienen, ja. Dann gehen wir auf den Waffenfabrik Zulieferer. Hochleistungslinsen, da sind sie. Und das andere nicht. Aber wir holen uns erstmal die Hochleistungslinsen. Zack. Wahrscheinlich sind die so teuer, dass wir uns das nicht leisten können, aber da müssen wir irgendwo was verkaufen. Gibt es hier Asteroiden? Nein. Okay, wo sind die Dockingports? Hab da einer welche? Wird jetzt hier unten einen vermuten. Kann man nicht sehen, weil nicht ausgewählt. Doch, ist ausgewählt. Da oben ist tatsächlich ein Dockingport. Hammer, oder? Das war jetzt nix, ne? Klar ist die verschlechtert, die Beziehung. Um 845 gleich. Können wir maximal noch mitnehmen. Die haben genug, aber wir haben keinen Raum wahrscheinlich. Dann würde ich mal schnell sagen, gehen wir doch mal hier rein und bauen noch ein bisschen Lagerraum, oder? Frachtraum. Ich nehme jetzt mal den gerade erst, weil ich den dann. Also Steuerung C, Steuerung V. Hat gut geklappt, ist knapp daneben, ist auch vorbei, ne? So sieht's gut aus. Okay, Baumodus weg. Gedockt sind wir noch. Nochmal Güter handeln und nochmal Hochleistungslinsen kaufen. Jetzt können wir 200 davon kaufen. Ich kaufe nochmal 40 dazu. Gekauft? Ja. So, jetzt brauchen wir noch das Zielerfassungssystem. Was haben wir noch hier? Die Waffenfabrik selber wird aber nichts verkaufen, oder? Zielerfassungskarten. Aber wir brauchen ein Zielerfassungssystem. Haben die auch Hochleistungslinsen? Hätte ich auch hier kriegen können, ne? Cool, oder? Wo ist das Ding? Da. Da muss man da gerade hinfliegen. Auf der anderen Seite bringt uns das gerade nichts, ne, oder? Können ja mal gerade gucken. Geschütze bauen. Ja, siehst du, das war dann das, was ich gedacht habe.
Warum also nicht hinfliegen? Macht keinen Sinn. Okay, wir können jetzt ganz schnell was kaufen und verkaufen wieder, damit wir Reputation, wie es auch immer heißt, kriegen, ne? Aber erstmal fliegen wir mal da hoch dann. Gucken wir zu, dass wir in die Richtung kommen. Und dort sag schon, was Passendes noch kaufen können. Hier haben wir nur einen Handelsposten. Und Güter kaufen. Gibt's hier nicht, was wir brauchen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg weiter gen Norden und würden dann in der nächsten Folge hoffentlich das Zielerfassungssystem kaufen können. Und naja, da müssen wir für warten. Ich sag mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.